Hallo ihr Lieben, ich bin, wie es der Titel schon verrät, im Krankenhaus. Aber bevor ihr euch jetzt Sorgen macht, keine Sorgen machen. Ich bin nur da, um den Unfall vom Wochenende abchecken zu lassen. Ich bin ja ganz, ganz böse umgeknickt beim Völkerball und zwar schon in der Generalprobe. Deshalb konnte ich nachher auch gar nicht mitspielen. Und ich bin halt ganz, ganz blöd zur Seite gesprungen und bin irgendwie ganz fies umgeschlagen. Aber es sah nicht nur scheiße aus, es hat vor allem echt scheiße wehgetan. Und dann liefen auch irgendwie die ersten Tränchen. Und ja, um das abklären zu lassen, bin ich jetzt im Krankenhaus. Die Ereignisse überschlagen sich. Ey, Riesendrama, Generalprobe. Das Ergebnis seht ihr da. Mein Kompressionsverband wird jetzt abgemacht. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Schock, wenn das dick ist. Da ist schon ordentliches Hämatom. Ja. Da tut's weh. Ja. Und da ist weiterhin nix. Nee, da kannst du schütteln. Und da ist auch nix. Aber na. Und da gucke ich immer noch mal. Also hier ist nix. Nee. Ja. Nee, aber ich hatte generell halt vorhin schon hier ein Thema im ganzen Knöchel von gestern. Ja. Ich hätte noch mal zur Pediküre gehen sollen. Ja. Und? Richtig. Wir tanken jetzt noch. Kannst du noch Herzen? Ja. Weil je hoher, je höher das ist. Du siehst aus. Also direkt danach war ich optimistisch. Ja. Ja. Das ist ein dickes Hämatom halt drauf. Scheiße. Jürgen? Mensch, Annika. Eher nein. Okay. Okay. Sag nicht immer nein. Ja. Ja. Nein. Jetzt weiß ich, wie es dem Wölbchen immer ging. Immer wenn die Wölbchen in die Klinik musste und so blaue Verbände gekriegt hat, hat die sich auch scheiße gefühlt. Ach Mann, ey. Ein Seestern auf Land ist halt eine beschissene Version. Da habe ich mir bei Turmspringen weniger getan. Beim Turmspringen bin ich aus 10 Meter von diesem scheiß Turm runtergefallen, wie ein Vollidiot, habe mir nichts getan. Das muss wohl schon echt scheiße ausgesehen haben. Hat sich auch scheiße angefühlt. Ich hatte noch nie eine Bändergeschichte. Ich dachte bisher immer, ich bin so ein Gummimann, dem nichts passiert. Ganz ehrlich, ich bin irgendwie total genervt von dieser Verletzung, weil ich jetzt auch noch nicht weiß, was genau in meinem Fuß los ist. Irgendwie, da muss ich bis morgen warten, beziehungsweise bis Montag. Und ich soll jetzt mal gucken, wie es sich entwickelt. Das ist ein bisschen blöd gelaufen alles. Was soll ich sagen? An dieser Stelle muss ich aber erstmal sagen, ein riesengroßes Dankeschön an Dr. Gilbert und an den Kolja, der da war. Das waren die Docs vor Ort, beziehungsweise der Physio vor Ort. Und die zwei haben echt die Erstversorgung so mega in die Hand genommen. Die haben das halt sofort komplett runtergekühlt und haben sofort einen Kompressionsverband da drum gemacht, nachdem das abgetastet wurde. Und dadurch habe ich so in erster Instanz schon mal Glück gehabt, weil halt die Erstversorgung einfach gestimmt hat. Und konnte jetzt heute Morgen auch schon wieder ganz gut auftreten. Aber ich konnte halt nicht unter den Verband gucken und deshalb bin ich jetzt zum Dr. Gilbert hier ins schöne Bergisch Gladbach gefahren. Ganz ehrlich, am Arsch der Heide, aber ganz schön. Und der hat seine Praxis hier im evangelischen Krankenhaus und deshalb bin ich jetzt hier und lass mich einmal durchchecken. Die ersten Untersuchungen, die wurden jetzt auch schon gemacht. Und guck mal, ich habe ganz, ganz schicke Bildchen bekommen.
Also erste Diagnose, meinem Fuß ist so knochenmäßig nichts passiert. Ich hatte am linken Mittelfußknochen hatte ich mal einen Bruch, aber wir haben jetzt das alles geröntgt. Also knochenmäßig ist da wirklich alles heile, nichts abgesplittert, keine kleinen Verletzungen. Also die Knochen sind schon mal tippitoppi in Ordnung. Trotz allem ist ja de facto was kaputt, weil sonst hätte ich nicht die Probleme, die ich habe, dass ich eben Schmerzen habe, dass das dicke Hämatom da drauf ist. Und deshalb geht es jetzt gleich ins MRT und da wird dann nochmal gecheckt, ob irgendwie wirklich an den Weichteilen was ist, beziehungsweise was daran ist. Also ist was gerissen, ist was angerissen, ist es nur gedehnt und wenn ja, wo? Und genau das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Es gab übrigens so vereinzelt Kommentare, dass Leute geschrieben haben, boah ey, mach da nicht so ein Drama raus, das passiert ewig vielen Leuten. Das ist mir natürlich klar. Also mir ist klar, dass das A kein Riesendrama ist, was mir passiert ist. Also für mich persönlich natürlich schon, weil ich arbeiten will, weil ich reiten will, weil ich Golf spielen will. Aber mir ist natürlich klar, dass es für die Welt kein Drama ist, was mir passiert ist. Aber ihr seid ja meine Community und ich teile eben ganz viele schöne Sachen mit euch. Aber ich teile ja auch mit euch, wenn irgendwas in meinem Leben passiert, was für mich einfach wichtig ist. Und das Feedback, was ich von den meisten bekommen habe, das hat mir gezeigt, dass euch das eben interessiert, was mit mir ist, was mit meinem Fuß ist und wie es weitergeht. Und deshalb auch dieses Video dazu. Es war übrigens total süß, weil alle von euch geschrieben haben, dass ich keine Sorge haben muss. Ich war noch nie in einem MRT. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie das richtig funktioniert, außer dass man halt viele Bildchen kriegt und alles sieht. Aber ihr wart ganz süß, weil ihr geschrieben habt, mach dir keine Sorgen, das tut gar nicht weh. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass das weh tut. Das ist wahrscheinlich wie Röntgen. Aber wenn man sowas noch nie hatte, ist man natürlich trotzdem so ein bisschen so, was wird denn jetzt mit mir gemacht? Ich will gar nicht motzen, weil ich wirklich super, 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 super schnell einen Termin bekommen habe. Aber ich sitze jetzt schon anderthalb Stunden hier und warte aufs MRT und es ist schwierig, wenn man ein sehr ungeduldiger Mensch ist. Ihr kennt das wahrscheinlich von euch selber. Man sitzt dann da und man liest Zeitungen. Ich spiele mal Candy Crush. Aber es dauert halt schon lange. Also ich bin, wie gesagt, super happy, dass ich überhaupt so schnell einen Termin gekriegt habe und da irgendwie reingerutscht bin. Aber trotzdem mag ich gerade motzen. Ich bin nur so ungeduldig. Ich wusste gar nicht, dass man sich für ein MRT komplett ausziehen muss. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, aber ich darf zum Glück meinen Pulli anlassen, musste jetzt irgendwie nur meine Unterwäsche ausziehen. Und ja, Schlüpper habe ich zum Glück an. Zum Glück habe ich ein richtiges Höschen angezogen. Wenn ich zum Arzt gehe, ins Krankenhaus, dann ziehe ich halt immer ein normales Höschen an, nicht irgendwas Schickes, weil ich mir denke, so mehr bedeckt ist im Zweifelsfall besser. Ja, jetzt krabbel ich da mal in die MRT-Maschine rein. Ich bin fast eingepennt in diesem Gerät. Also MRT ist sehr laut und es ist sehr langweilig und dadurch schläft man ein. Ich hätte ja am liebsten so einen Fernseher irgendwie oben zum Gucken gehabt oder Musik oder so, aber ja, langweilig. Aber ich habe es jetzt überstanden und jetzt bin ich gleich gespannt, weil ich jetzt gleich mit dem Arzt reden werde. Und jetzt heißt Daumen drücken, dass nichts durch ist. Wie ihr vielleicht seht, ich bin schon wieder zu Hause. Yay! Es ist nichts wirklich kaputt. Ich bin so unfassbar heilfroh. Also das MRT hat jetzt wirklich alles gecheckt und da werden ja im Prinzip so der ganze Weichteilapparat, die Bänder und sowas sich angeguckt. Und ja, dabei ist rausgekommen, dass ich anscheinend sehr dicke, sehr schöne und vor allem sehr gesunde Bänder habe. Natürlich gibt es trotzdem Befund, also es gibt Einblutungen im Bindegewebe. Eine ganz schwere Distorsion ist das, also eine Verstauchung, eine Zerrung. Aber an den Bändern selber ist eben nichts dran. Die krassen Schmerzen, die kommen dadurch, dass eben dieser dicke Bluterguss, dieses Hämatom irgendwie auf den Bandapparat draufdrückt und auf die Nerven. Und das kann halt auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber unterm Strich heißt es einfach, es ist nicht wirklich kaputt. Und sobald das Hämatom sich jetzt zurückbildet und der Bluterguss weggeht, werden auch die Schmerzen weniger. Und dann ist der Fuß heile. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so unfassbar heilfroh. Ich konnte es kaum glauben, als der Doktor das gesagt hat. Weil zum einen, das sah einfach scheiße aus. Es hat scheiße wehgetan. Und ich bin halt immer noch nicht richtig gut auf den Füßen. Da würde ich mal sagen, richtig Schwein gehabt. Ich bin echt so froh. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön an Dr. Gilbert für diese optimale Versorgung. Auch, dass es jetzt alles wirklich so schnell ging. Irgendwie die Nachsorge, dass ich weiß, ob ich für die zukünftigen Jobs jetzt in den nächsten Tagen fit bin. Ich denke, die Erleichterung steht mir ins Gesicht geschrieben. An euch nochmal danke für eure vielen Genesungswünsche, für eure Nachrichten und für die ganzen Kommentare, wo ihr mir alles Liebe und alles Gute gewünscht habt. Also mir geht's soweit gut. Ich werde noch ein paar Tage humpeln, aber danach bin ich wieder fast wie neu. Ich freue mich jetzt noch eine Runde. Ich kriege wahrscheinlich den ganzen Tag das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschö!